Ich bin kein Diener. Alexios. Das ist ein Wenn du etwas willst, musst du manchmal eine Rolle spielen. Okay. Und was genau ist es, was du willst? Döner! Hey, ich bin's, euer Rilwe, und willkommen zurück zu Assassin's Creed Odyssey! So, wir machen heute nahtlos weiter. Und zwar werden wir heute die Höhle suchen, in der uns Herodotos gesagt hat, dass dort Hinweise oder weitere Infos zu unserem Speer, den wir von Leonidas haben, finden werden. Mir geht es jetzt eigentlich darum, was kriegen wir aus der Höhle? Ist das eine mega starke Waffe oder sowas, die uns dann helfen wird, gegen den Kosmos zu kämpfen? Denn der Kosmos, wie ihr gesehen habt, die haben Gegenstände und wahrscheinlich auch Waffen von diesem alten Volk, das aus der Vergangenheit kommt, nicht aus der Zukunft diesmal. Und die werden diese Waffen auch gegen uns einsetzen, wenn sie ja, wissen, was wir für Kräfte haben. Und darum geht's jetzt. Wir haben jetzt noch eine längere Fahrt vor uns. Ich werde das jetzt ausschneiden für euch. Und hoffe, wir sehen uns gleich. So. Nachdem mir meine Seemänner jetzt die Ohren voll gesungen haben, sind wir endlich da. Endlich. Wir packen gerade noch ein und dann kann's losgehen. Hopp, lass schneller. Ja, endlich. Oh. Ich kann's nicht mehr hören, das Gesinge. Endlich ist Ruhe. Oh, hier sieht's ja cool aus. Richtig schön idyllisch hier. Das Land der Beute. So, wir müssen jetzt irgendwo hier eine Höhle finden. Wo ist die Höhle? Muss doch hier irgendwo sein, ne? Hier ist was. Da wäre ich. Hier ist die Höhle. So, wir kommen in die Höhle nur rein, wenn wir unseren Speer vorzeigen oder unseren Speer wahrscheinlich irgendwo in eine Öffnung schieben. Ich lasse euch jetzt erstmal da eure Späßchen machen. Fertig? Okay. Und ich bin echt gespannt, was uns dahinter erwartet. Wahrscheinlich ist das eine Höhle, in der so Überbleibsel sind von diesem alten Volk. Da ist die Tür schon. Da sind Überbleibsel drin von dem alten Volk wahrscheinlich und irgendwelche Inschriften und so weiter. Vielleicht können die meinen Speer wieder reparieren, was ich ja nicht glaube, aber... Vielleicht kriege ich eine Waffe. Wäre ja richtig cool. Oder sie laden ihn auf mit irgendwelchen Kräften und... Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Schau mal. Hallo. Darf ich rein? Hallo? Wie kommt man da rein? Ja, ich frage auch schon mich davor. Hatte er da schon den Speer? Wow! Wer ist da? Zeig dich! Ah, wir fahren jetzt... Alle. Mit Zögern bringst du dich nur schneller. Ins Grab, ich weiß, Martha. Du wirst immer besser und dein Wille ist stark. Doch du handelst nicht. Das wollte ich ja. Ich weiß, aber es sind die Augenblicke dazwischen, die entscheidend sind. Mama, ich wollte den erlegen, ich war kurz davor. Du bist dran. Leonidas Speer! Du bist jetzt alt genug. Der Speer meines Vaters bringt eine Bürde mit sich, aber du bist bereit. Also ist Leonidas unser Opa. Okay. Ja, kann man den Speer auch wieder reparieren? Ich will nicht mit dem komischen Ding da rumhantieren. Ja? Der Speer ist voller Magie. Er entstammt einer Dynastie der Macht. Eine Linie von bedeutenden Helden desselben Blutes, das in deinen und meinen Adern fließt, in unserer Familie. In uns allen? Denk an Leonidas. Er hatte sehr viel Mut. Und er hat ein großes Opfer gebracht. Ja. Yeah. Sein Blut ist dein Blut. Und auch yeah. seine Kraft. Okay. Wir sind in der Lage, bestimmte Dinge um uns herum wahrzunehmen. Das ist die Gabe unserer Familie. Aber... Das kann nicht jeder verstehen. Manche erkennen die Macht, die wir in uns tragen und wollen sie nur für sich. Sie werden versuchen, sie uns zu nehmen. Das lasse ich nicht zu. Ich weiß. Du bist ein Krieger. Wenn wir weitergehen, immer weitergehen, sind wir unbesiegbar. Ein Sturm zieht auf. Nun, dann sollten wir jetzt vielleicht weitergehen.
Und was hilft mir das jetzt beim Tor, bitte? Martha, ich habe dich nicht vergessen. Ah, ich wusste. Also Herodotos hatte recht. Ich traue ihm immer noch nicht übrigens, aber ich werde mich wahrscheinlich irren. Mal schauen. Oh. Ja, klasse. Also, ich wäre nicht so cool geblieben wie er eben und wäre total durchgedreht, weil die Tür zugeht. Kommst du doch auch wieder raus, mein Freund? Nein, kommt er nicht. Shit. Fuck. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt durch die Höhle durch. Wohl oder übel. Ah, okay. Diese Wellen, die ich mache, sind übrigens nur Sachen, die ich brauche, um Items zu finden. Also wenn irgendwelche Gegenstände auf dem Boden liegen. Keine Sorge, ich mache das jetzt permanent. Wie sollte ich sowas jemandem wie Markus erklären? Gar nicht, weil er es dann wieder verkaufen will. Als Science oder sowas. Was auch immer. Da drüben leuchtet etwas. Ich sehe... Oh, das ist der Speer. Ja. Oh, es ist nur eine Lücke für den Speer. Aber er funktioniert noch. Ah ja. Schmiede aktiviert. Synchronisiere konstante Neuübertragung. Kontakt aufgenommen. Das ist eine Schmiede? Ist er jetzt wieder ganz? Ist er jetzt wieder... Nee, er ist nicht ganz. Naja. Wir benutzen ihn halt so weiter. Ist jetzt besser. Der Kult hat keine Chance. Speer verbessert? Was soll das jetzt überhaupt heißen hier? Verbessere den Speer des Leonidas hier in der Schmiede von Hephaistos mit Fragmenten von Artefakten... Von Artefakten. Durch die Verbesserung erhöhst du dein Adrenalin und schaltest mächtigere Fähigkeiten frei. Sammle Artefaktfragmente von besiegten Mitgliedern des Kults. Oh, nice. Benutze das Questmenü, um deinen Fortschritt bezüglich weiterer Speerverbesserungen zu überprüfen. Cool. Viel cooler wäre es jetzt gewesen eigentlich, wenn unser Speer einfach mega Schaden macht. Oder was steht jetzt hier? Die Überreste von Leonidas Speer. In seinem Metall glitzert ein verborgenes Potenzial. 6% Gesundheit pro ausgegebenem Adrenalinsegment. Ah, ich krieg dann maximal 6 Stück. Zweites Nahkampffähigkeitsrad verfügbar. Ein Fähigkeitsrad? Ein zweites? Oh, ich weiß, um was es geht. Da kriegen wir noch mehr Fähigkeiten hier. Also ich hoffe mal. Das sehen wir dann gleich. Wie geil wäre das denn bitte? Oh, die Tür geht doch wieder auf. Oh. Zeit zu reden. Was eine Zicke. Da kommst du auch mal runter, oder? Oh. Jetzt muss ich der hinterherkrabbeln. So eine Scheiße aber auch. Du bist nicht schwer zu finden. Warum? Du bist mir gefolgt. Geht es dir gut? Cassandra, du lebst. Fass mich nicht an. Ach komm, kleine Schwester. Du musst mir alles erzählen. Was ist dir zugestoßen? Ich muss dir gar nichts erzählen. Ich kenne dich nicht. Ach ja? Ich kenne dich. Ach, wie dem auch sei. Es gibt wichtigere Dinge zu besprechen. Richtig. Wie das, was du mit dem Artefakt angestellt hast. Du hast meine Aufmerksamkeit, falls es das war, was du wolltest. Was? Das Artefakt hat uns die Wahrheit gezeigt.
Wir sind eine Familie und haben es lebend aus Sparta herausgeschafft. Ja, es hat die Wahrheit gezeigt. Nämlich das, was ich immer wusste. Du hast mich von einem Berg geworfen. Was? Wenn du das glaubst, Cassandra, hast du dir wohl dabei den Kopf gestoßen. Es wurde mir berichtet, und zwar nicht von einem Lügner wie dir. Und nenn mich nicht Cassandra. Oh yeah? Gut, Dimas. Aber die kenne ich noch nicht. Sie ist eine Halbgöttin. Verehrt und gefürchtet vom Kult und der griechischen Welt. For real. Sollen wir offensiv sein? Wir sind mal so halboffensiv. Warum arbeitest du dann für den Kult? Hast du mir nicht zugehört? Sie folgen meinen Anweisungen. Dann triff deine eigene Wahl. Hilf, Martha zu finden. Ich will keine Familienzusammenführung. Ich will nur wissen, was du hier machst. Dasselbe wie dein Kult. Ich suche unsere Martha. Sie brauchen sie nicht. Das sieht dein Kult anders. Myrina ist ihr nächstes Ziel. Wenn sie sie suchen würden, dann um sie umzubringen. Aber wenn du nicht weißt, wo sie ist, hat sie dich wohl auch verstoßen. Wie traurig. Was? Hast du das? Selbst wenn wir verstoßen hat sie die Vision nicht gesehen? Es kann alles wieder wie früher werden. Wir müssen sie nur finden. Der Kult interessiert sich nicht für Sentimentalitäten oder Familie, sondern nur für Macht. Was hat das jetzt zu heißen? Ich habe Nikolaus nicht gefunden, ich habe Nikolaus getötet. Da ist das Wagensymbol. Wenn sie es auf uns alle abgesehen haben, Saki, Nikolaus finden sie nie. Er ist untergetaucht. Glaub mir, ich habe selbst gesucht. Wenn ich dich finden kann, das verloren geglaubte andere Kind von Nikolaus, dann finde ich ihn auch. Er wird sich wünschen, selbst vom Berg geworfen worden zu sein. Oh. Mir ist egal, was du denkst. Habe ich falsch geantwortet? Ich werde Myrina finden. Tu das Richtige. Komm mit mir. Was? Wir könnten sie suchen. Gemeinsam. Du kannst mir helfen. Oh. Du glaubst, Freundschaft ist die Antwort? Sollen wir Hand in Hand umherlaufen und unsere liebe Martha suchen? Bitte. Ja. Du bist schwach. Es geht um Verantwortung, nicht um Schwäche. Ich gebe meine Familie nicht aus Gehässigkeit auf. Verantwortung? Die ist so Zeit kalt! Auf deinem hohen Ross. Der Kult hat einen Plan und den wird auch jemand wie du nicht durchkreuzen. Dann wird jeder sterben, meine gute Freundin. Wie wär's das? Deine eigene Mutter zu entführen reicht nicht? Wir entführen nicht. Wir machen Politik. Die, die nicht für uns sind, sind gegen uns. Und für diesen Fehler zahlen sie. Wie ich? Wie du. Ich hörte, du willst nach Athen reisen. Wenn du dort bist, bestelle Perikles und seinem elitären Abschaum, dass sie die Nächsten sind. Damn! Die ist richtig auf Krawall gerüstet. Der Kult ließ Myrina leben. Und Nikolaus auch. Warum sollten sie jetzt sterben? Weil du lebst. Du hast ihr das eingebrockt und dir selbst. Der Kult ist mächtig, aber sterblich. In meinen Adern fließt das Blut der Götter. Sie glauben in deinen auch. Doch sie werden sehen, wie falsch sie liegen. Abwarten. Du weißt, ich werde den Kult bekämpfen. Du hast gesehen, wie viele wir sind. Gesehen, was ich tun kann. Und du denkst immer noch, du hättest eine Chance? Hast du meinen Speer gesehen? Mutig zu sein liegt also in der Familie, nicht wahr? Du sagst, wir wären vom gleichen Blut. Also zeig mir, wozu du imstande bist. Oh, yeah! Sollen wir sie fertig machen? Nee. Immerhin haben wir uns gefunden, Schwester. Du sollst mich nicht anfassen! Demos! Nenn sie Cassandra, das stimmt schon. Passt so. Malaka. Er würde das mit mir kaum glauben. Ich muss ihm sagen, was passiert ist. Wo ist er denn hin? Ist schon wieder weg, ne? Mann! Ich habe jetzt gedacht, die ist nicht so drauf. Klar, sie wollte antworten, deswegen hat sie uns leben lassen.
Aber ich hätte gern, ja, ich hätte mich eigentlich mehr gefreut, wenn sie gesagt hätte, hey, ich bin glücklich, dich zu sehen, Alexios. Und ja, sie ist in dem Clan gefangen, in diesem, wie heißt, Kult des Kosmos gefangen. Blöd. Ich weiß gar nicht, was ich davon bis jetzt halten soll, aber wir kriegen sie noch auf unsere Seite. Und wenn ich den kompletten Kult auslöschen muss, wir haben ja genug Ziele. Wir können ja genug anstellen. Hey! Und? War die Legende wahr? War es umwerfend? Was ist dir zugestoßen? Umwerfend? Speer. Immer ruhig, Herodotos. Mein Speer ist nun noch stärker. Ich spüre es. Es tut mir leid, aber... Du hattest recht. Wohl zum es Speer gab reden, dort eine Art Artefakt. Es zeigte mir eine Vision von mir und meiner Mutter. Also gab es die alte Zivilisation wirklich? Alexios, du ahnst nicht, was für eine Macht du besitzt, eingeschlossen in Leonidas Speer. Das war noch nicht alles. Deimos ist mir gefolgt. Der Kult setzt seine Pläne in die Tat um. Das hat sie mir gesagt. Und sie sind hinter uns her. Hinter meiner Familie. Perikles. Warum sollte sie dir das sagen? Außer es ist eine Falle. Das ist egal. Wir müssen nach Athen, um Perikles zu warnen. Und wir müssen meine Mutter finden, bevor die es tun. Dann gehen wir zu Pnyx. Wenn Perikles sich irgendwo aufhält, dann dort. Und schon haben sich die Prioritäten geändert, ne? Erst wollte er zu der Mutter, jetzt wieder zu Perikles. Und dann zur Mutter. Ah, Alexios. Sowas aber auch. Wir fahren jetzt zu Perikles. So, damit ihr mal sehen könnt, wie groß so eine Stadt ist. Das ist jetzt Athen. Da gucken wir uns das Ganze doch mal an. Mal sehen, was diese Stadt für mich bereithält. Wenn ihr mich da unten seht, winzig. Und ich kann hier überall hin, ne? Das ist das Geile. Das ist das Geile. Das ist so abartig. Das war ja schon so geil bei Assassin's Creed Origins. Und das hier. Ah. Ich glaube, das ist noch viel größer als bei Origins. So, wir machen uns jetzt auf zur Pnyx. Und hoffen, wir finden dort Perikles, der dann vielleicht ein paar Infos hat für uns. Die Spartaner mögen vor unseren Mauern stehen. Doch wir müssen zusammenhalten für den Ruhm Athens. Für deinen Ruhm. Freunde, Freunde, bitte. Nur weil die Spartaner vor unseren Mauern stehen, müssen wir uns nicht wie sie aufführen. Yeah. Eine gute Ernte. So schade, dass Sparta unsere Felder niederbrannte. Der Parthenon ist prachtvoll, Perikles. Aber zu welchem Preis? Wie viele Triäden hätten wir stattdessen bauen können? Wir dürfen uns nicht entzweien. Es gibt bereits zwei Lager. Und Sparta gewinnt. Handle, Perikles, oder ich werde es. Das ist besser als Fernsehschauen, oder? Gut. Du bist da. Es ist schlimmer, als ich annahm. Kleon hetzt die Meute auf. Wir müssen los. Wohin? Zu Perikles. Tja, da steht er doch. Abfahrt. Was nehme ich hin? Ja, okay. Perikles, hallo. Bleib zurück. Oh, die Bodyguards. Das versichere ich. Ah, Herodotos. Schon gut. Lass sie durch. Ein Glück haben wir Connections. Schön, dich wiederzusehen, Perikles. Ich freue mich auch. Ich wünschte, die Umstände wären angenehmer. Und wer ist das? Alexios. Willkommen, Alexios. Und? Wie ist dein erster Eindruck von Athen? Riesig. Du hast sehr viel Gutes getan. Es ist leicht, gute Taten zu vergessen, wenn schwere Zeiten anbrechen. Perikles, da hat er allerdings recht. Wir müssen den rechten Moment abpassen und privat mit ihm sprechen. Gut. Wir haben ein dringendes Anliegen.
ein das privates. Das doch alle. Ich sagte Alexios, dass du ihn vielleicht zu deinem Symposion einlädst. Bittest mich, alle Athener auszuschließen, um einen Fremden einzuladen? Und die Meute? Die braucht nicht noch einen Grund, mich zu hassen. Wenn er für dich arbeitet, nimmt das neugierige Auge ihn vielleicht als Diener wahr. Ich bin kein Diener. Alexios, das ist ein Team. Wenn du etwas willst, musst du manchmal eine Rolle spielen. Okay. Und was genau ist es, was du willst? Döner! Ah, nee. Ich suche nach einer Frau, die mir sehr wichtig ist. Herodotos sagte, ein Symposion sei der richtige Ort, um Informationen zu sammeln. Richtig. Damit hat er recht. Ich kann dich einladen, aber ich kann nicht versprechen, dass du deine Informationen bekommst. Sag mir, was ich tun muss. Sieh zuerst nach meinem Freund Metirochos. Er sollte mich heute treffen und es sieht ihm nicht ähnlich, mich zu versetzen. Gut. Mein Freund Phidias muss so schnell wie möglich aus der Stadt gebracht werden. Sonst noch was? Ja, ein Scherbengericht steht an und dafür könnte ich deine Einflussnahme gebrauchen. Ein bisschen Popcorn vielleicht noch, ja? Wir erledigen das, oder? Wir erledigen das. Wird erledigt. Ich erwarte äußerste Diskretion. Alles klar. Das lief gut. Es ist nicht direkt eine Einladung, aber die Aussicht auf eine ist auch etwas wert. Auch wenn er vorher sicher Aspasia um Erlaubnis fragt. Aspasia. Solange ich sie bekomme. Ah, die liebe Zeit. Das heißt, wir dürfen das auch noch machen. Oh mein Gott. Ja, gut, okay. Dann fangen wir einfach mal mit Gefallen Nummer 1 an. Eine giftige Begegnung. Geh zu Metiochos Anwesen. Gehen wir mal gucken, wo sich unser guter Freund umtreibt hier. So, so wie es aussieht, ist es schon wieder ein Kopfgeläge auf den Fersen. Aber ich glaube, hier rein kommt er nicht. Ich hoffe mal. Wo ist unser Freund? Töte die Schlangen, bevor es zu spät ist. Wow! Warum sind hier so viele? So, wir machen das Ganze doch einfach aus sicherer Distanz. Und schon geht's. Besser! Und raus mit dir jetzt! Perikles wartet. War das alles? Oder kann ich jetzt gehen? Oh. Ich preise den Gott, der dich sandte. Sie hätten mich gefressen, wärst du nicht gewesen. Die hätten dich schon nicht gefressen. Aber sie hätten mich sicher umgebracht, also danke. Dankeschön. Ich bin stets zu Diensten, wenn ich helfen kann. Die Welt braucht mehr von deinem Schlag, besonders zur Zeit. Perikles schickt mich. Er sorgte sich um dich. Wirst du oft gefesselt und von Schlangen umzingelt? Das ist ganz und gar nicht lustig. Wie habe ich das zu verstehen? Mein Haus ein, zerrten mich her, fesselten mich und umgaben mich mit diesen grausigen Kreaturen. Man muss sie aufhalten. Die Schlangen? Die Schläger! Ja, wir machen doch alles. Wo soll ich suchen? Ich weiß zwar nicht, wie sie aussehen, aber ich habe eindeutig ihre Stimmen erkennen können. Sie gehören zu Kleons Anhängern. Oh. Sie leben im überfluteten Teil der Stadt, nahe der Mauer. Konntest du deine Entführer erkennen? Perikles schickte mich ins Fischerviertel, um mit den Armen und Kranken zu sprechen. Um Hoffnung zu spenden. Deshalb habe ich ihre Stimmen erkannt. Oh ja? Sie haben mich mit Essen beworfen und beleidigt. Ihre Gesichter waren verhüllt. Doch ihre Stimmen und der Gestank nach Fisch waren unverkennbar. Okay, das klingt nach Hafen, würde ich sagen. Ich spüre sie auf, Metiochos. Keine Sorge. Die Lage ist äußerst angespannt. Wenn das so weitergeht, bringen wir uns hier gegenseitig um, bevor die Spartaner die Mauer durchbrechen. Gut, okay. Ein Gefallen weniger. Bleiben noch zwei. So, ich habe mich jetzt mal in Sicherheit gebracht. Wir machen dann das nächste Mal weiter. Sonst wird die Folge jetzt wieder zu lang. Ja, wir haben jetzt noch die zwei Aufträge zu erledigen. Dann kriegen wir die Aufmerksamkeit bzw. die Einladung von Perikles. Und dann werden wir hoffentlich mehr erfahren zu Alexios' Mutter. Bzw. auch von Cassandra. Da bin ich echt mal gespannt, wie es weitergeht.
Ich werde mich jetzt noch ein bisschen mit den Söldnern hier rumprügeln. Das ist eigentlich sehr uninteressant, weil es sich immer wiederholt. Ihr habt es ja schon mal gesehen, wie das Ganze vonstatten geht. Da, ja, da läuft gerade vorbei. Und ihr vergesst bitte den Daumen nicht, wenn euch das Video gefallen hat. Und an die Neuen, Abo nicht vergessen für weitere Videos dieser Art. Und die Glocke. Immer an die Glocke denken, denn YouTube bestraft euch sofort, wenn ihr die Glocke nicht drückt. Okay, Leute, haltet die Stellung. Ich sehe euch wie immer im nächsten Video.